Völlig krank, Alter. Völlig krank. Hey Leute, ich bin's Fritz und ich war zusammen mit Bommel in Polen auf dem Airsoft-Event Asgard bzw. einer MILSIM-Veranstaltung, also militärische Simulation. Wir haben auch auf dem Gelände übernachtet, das werdet ihr noch in den nächsten Videos sehen. Und hier verlegen wir jetzt gerade mit dem LKW ins Spielgebiet und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Steht schon übelst krass hier vorne. Ich habe hier zwei Fenster. In this direction. You can see one here. But we must wait. Okay, a little bit. About three. Yeah, three. And they are now on the left side. Here, straight on. Da hier verschiedenste Spieler unterschiedlicher Nationen mit dabei waren, hört ihr immer mal wieder englische, deutsche oder natürlich auch polnische Ansagen. Ich habe hier mal eine andere Aimcam ausprobiert, bin noch nicht ganz zufrieden, aber seht selbst. Some enemies near the smoke. Das, was ihr gerade gehört habt, war eine Airsoft-Granate und zwar so wie diese hier. Und ja, die hatten tatsächlich einen richtigen Sprengsatz, um die BBs zu verteilen. Ich hab hier links. Ich hab die Schranke. Wir kommen über Friedhof. Was ist hier mit den Fahrzeugen? Die Fahrzeuge konnten nur mit ganz speziellen Markierern bekämpft werden. Ja, wo im Fahrzeug? Und nicht mit unseren normalen Airsoft-Waffen. In dieser Sekunde flog tatsächlich eine Granate direkt durchs Fenster und ich konnte mich in letzter Sekunde noch um die Ecke retten. Hier drin bei uns? Yeah, I know. Auf diesem Event ging es auf jeden Fall deutlich krasser zu, als ich es aus Deutschland gewohnt war. Ja, lass sie kommen. Lass sie kommen. Ja, ich weiß. Hey, tut dein Pass hier! Solar! Tut dein! Kap! Machst du Kurwo, jesteś tam gdzieś? Machst du Tofała! Ich spreche kein Polnisch, aber in jedem Satz kam mindestens einmal das Wort Kurwa vor, was so viel heißt wie Scheiße. Völlig krank, Alter. Völlig krank. Wie ich damit zurück bin. Um ein bisschen mehr Dynamik ins Spiel zu bringen, verließen wir das Haus und rannten auf die linke Seite des Spielfeldes zu ein paar anderen Mitspielern. Wir nahmen das Fahrzeug als Deckung und mussten aber immer wieder mit Beschuss von vorne und teilweise auch von links und rechts rechnen. Ich entdeckte links vom Weg einen Reifenstapel, hinter dem wir feindliche Truppen vermuteten. Aber seht selbst, wie man das in Polen klärt. Doppelt hält anscheinend besser. Ach, was sage ich, dreifach. Links vom Weg entdeckten wir einen verletzten Kameraden, den wir sofort bergen wollten. Wir mussten dabei aber immer wieder mit Feindbeschuss rechnen. Left side.
Ich nutze die Situation, um mir einen kleinen Überblick zu verschaffen. Es war leider gar nicht so einfach, die Gegner in den dunklen Fenstern zu entdecken. Wir bekamen Unterstützung durch ein zweites Fahrzeug, aber umso mehr wir uns der feindlichen Linie näherten, umso schwieriger wurde es. Ich versuchte durch den Beschuss des Gebäudes die Gegner von den Fenstern fernzuhalten. Wie ihr gleich hört, wurde der Feindbeschuss immer stärker und wir suchten Schutz im Fahrzeug. Da der Beschuss immer heftiger wurde und wir nicht mehr genug Manpower hatten, entschied sich der Fahrer für den Rückzug. Ich hoffe, dieser erste kleine Einblick hat euch gefallen. Wenn ja, dann zeigt es auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben und schreibt ein bisschen Feedback in die Kommentare, gerade wie euch vielleicht diese Voice-Over-Variante hier gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.